Man sagt ja, dass wenn man sehr lange wach ist, man in einen Rauschzustand gerät. Das habe ich neulich erlebt. Oder lag das doch am LSD? Ich habe ja letzte Woche mit Marcel ein Koffein-Wachbleib-Experiment gemacht und ja, wie soll ich sagen, ich habe dann nicht nur Koffein konsumiert. Genießt es, das Wachbleib-Experiment nochmal aus meiner Sicht erzählt zu bekommen. Es ging ja bei dem Wachbleib-Experiment nicht nur darum, wie lange wir es schaffen, wach zu bleiben, sondern wer von uns beiden es schafft, länger wach zu bleiben. Also ein unterhaltsames Battle, wie man es von Kenny vs. Benny kennt. Ja, ich bin ein großer Fan von Kenny vs. Benny und habe mich von dieser Show inspirieren lassen. Es ist ja so, dass der Kenny, um zu gewinnen, immer irgendwelche fiesen Tricks anwendet. Meine Kenny-Idee war folgende. Leute, Mann, ich habe mir gerade den ultimativen Plan überlegt. Ich werde jetzt mehrere Hilfsmittel nehmen, um wach zu bleiben. Aber ich werde es ihm nie sagen und so tun, als würde ich das machen ohne Hilfsmittel. Und dann wird er so denken, so, hä, Mann, wie schafft er das? Das wird voll der Mindfuck für ihn. Das Ganze hat aber leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Marcel hat aber allerdings so oder so viel früher mit den Hilfsmitteln angefangen als ich. Nach 24 Stunden hatte der schon 1 Gramm Koffein drin und das ist sau viel. Er musste deswegen auch schon würgen, weil sein Körper das nicht so gut fand. Nach dem Würgen meinte er dann so, ja, ich glaube, ich mache den Rest jetzt ohne Koffein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein einziges Hilfsmittel angewendet. So kurz vor der 24-Stunden-Grenze dachte ich mir, dass eine LSD-Microdose sich gut als eine erste Wachbleibmaßnahme eignen würde, weil ich da vor allem psychisch wacher werde und man da jetzt nicht irgendwas vermehrt ausschüttet. Somit leere ich zum Beispiel nicht direkt meinen ganzen Dopaminvorrat. Etwas, was dann konkret vermehrt gewisse Botenstoffe wie Dopamin ausschüttet, wollte ich dann erst später nehmen. Also wurde mir eine kleine Microdose LSD in mein Wurstbrot gemischt. Ich fühle mich gerade echt ziemlich wach dafür, dass ich noch gar nichts genommen habe. Noch gar keinen Koffein mehr gegönnt habe. Aber irgendwie schien mein Plan nicht ganz aufzugehen. Ich wurde davon kein Stück wacher. Ich bin so der Beste, Mann. Also wurde mir noch eine kleine Microdose LSD in mein Wurstbrot gemischt. Im Nachhinein betrachtet habe ich viel zu kurz gewartet zwischen der ersten und der zweiten Dosis. Ihr wisst bestimmt, was jetzt dann gleich kommt. So, circa bei der 26-Stunden-Marke waren wir beide draußen. Wir sind ein bisschen mit meinem E-Bike rumgefahren. Und da wollte ich noch ein Video für Instagram aufnehmen, in dem ich mein neues Fahrradschloss herzeige. Und auf einmal habe ich es halt dann gar nicht mehr gepackt. Ich musste die ganze Zeit loslachen und konnte einfach nicht den Satz sagen, den ich da sagen musste. Da habe ich die ganze Zeit versprochen, etc. Nein, warte nochmal von die letzten Kunde von Schloss. Nein, oh shit. Du bist ja echt voll verfallen. Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Folge von Schlosskunde. Bei der letzten Folge von Schlosskunde. Herzlich willkommen. Vor dem Erhalt der Kickstarter-Kampagne. Und man kann jetzt da natürlich nicht sicher sagen, inwiefern das vom LSD oder von der Übermüdung kommt. Vom Timing war es auf jeden Fall so, dass das Lachen genau dann angefangen hat, als auch die Wirkung vom LSD eintreten hätte müssen. Doch dann wurde mein Zustand etwas trippier. Mein Zustand war natürlich noch sehr weit entfernt von einem voll ausgeprägten LSD-Trip, weil es war ja schließlich nur 2 Microdoses. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen die Farben anders gesehen und hatte eine sehr verspulte Denkweise. Leider ist es nicht so schön, komplett übermüdet leichte LSD-Effekte zu erfahren. Ich fing also an, mich immer mehr unwohl zu fühlen. Dass Marcel nicht wusste, dass mir LSD in meinem Wurstbrot gemischt wurde, machte die Sache auch nicht besser. Der war noch sehr hektisch drauf und voll viel am Reden, aber auf LSD ist für einen sowas viel zu stressig. Also konnte ich es nicht länger zurückhalten und musste ihm sagen, dass mir LSD in meinem Wurstbrot gemischt wurde. Es kommt ein krasser Twist. Es stimmt gar nicht, dass ich gar nichts genommen habe. Oh nein. Ich habe mir nämlich eine Microdose LSD gegönnt. Oh Gott. Normalerweise merkt man das ja fast gar nicht. Und ich habe das Gefühl, also ich weiß, es ist so fucking verwirrend, das Gefühl gerade, weil ich weiß gerade nicht, ob ich müde bin oder ob das LSD mehr ballert, als ich es erwartet habe. So, das ist so krass, Mann. Nur damit wir das klarstellen, wenn du sagst, du hast dir eine Microdose LSD gegönnt, meinst du doch eigentlich... Wurde mir jetzt das Wurstbrot gemischt. Ja, genau, ja. Also, sonst könnte man ja denken, du würdest Drogen nehmen. Ja, nee, also es wurde... Auf jeden Fall, gerade als wir hier so gegangen sind, hatte ich so kurz... Habe ich mir so kurz gedacht, dass es so end einfährt, weißt du so? Mir gerade alles witzig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt an der Microdose oder daran, dass ich müde bin. Dadurch, dass er es weiß, kann er dann sehr viel besser Rücksicht auf mich nehmen. Haben wir gerade ultra stressig, viel zu stressig für diesen sozusagen
Ich muss das darauf einstellen, dass du... Ja, also. Und somit musste ich dann auch die LSD-Auswirkungen nicht mehr verstecken. Dann ging es mir direkt deutlich besser. Wir sind dann mit der U-Bahn zu einem YouTuber-Treffen gefahren. Das war dann auch noch ziemlich stressig für mich, weil auf psychedelischen Substanzen viele Menschen einfach sehr anstrengend sind. Um die U-Bahn-Fahrt möglichst gut zu verkraften, habe ich Musik auf meinem Handy angemacht und bin dazu ein bisschen so abgeschakt und habe die Augen zugemacht und dann ging das eigentlich ganz gut. Als wir dann bei dem YouTuber-Treffen angekommen waren, fühlte ich mich zum Glück wieder relativ normal. Ja, das mit dem LSD war schon ziemlich eine Fehlkalkulation von mir. Zu meiner Wachheit hat das letztendlich auch nicht viel beigetragen. Ich bin schon so krass am Kämpfen mit Wachbleiben. Einschlafen wäre jetzt einfach das Geilste. Nur kurz die Augen ausruhen. Ah. Erzähl keine Scheiße. Lügst alle an. Ich seh fertig aus. Ach, erzähl mir nichts. Jedenfalls habe ich dann erstmal eine Weile gespart mit den Hilfsmitteln. Kurz bevor wir dann so bei der 36-Stunden-Marke waren, habe ich dann so angefangen, mein erstes Spezi zu trinken. Doch dann ist der Marcel schon eingeschlafen. Wegen der Wirkung des Spezis war ich dann noch eine Stunde wach und bin dann anschließend auch eingepennt. Ich penne jetzt, also... Und ich muss gestehen, ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich am Ende. Ich habe total viele Kommentare gelesen, wo Leute meinten, dass sie schon 50 oder 80 Stunden wach waren. Das muss doch einfach nur krank sein, denn ich war schon nach dieser Aktion so hart erschöpft am Ende. Mein Körper war auch kein großer Fan von dieser Wachbleib-Challenge, weshalb ich dann direkt krank wurde. Was man sich bei dem Experiment auch vor Augen halten muss, ist, dass der Marcel sehr viel Koffein konsumiert hat und ich fast gar nichts. Trotzdem hat es ihm eigentlich keinen echten Vorteil verschafft. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kanal!